Begrüße das Gemüse. Willkommen zu FIFA 20 Projekt PSV Eindhoven. Es ist soweit. Wir spielen in der holländischen Liga. Bei PSV Eindhoven. Wir haben zu uns geholt. Gitaishvili konnten wir verpflichten. Michael Lercher konnten wir verpflichten. Und Jürgen Heil. Gitaishvili noch heute noch auf der Bank. Hier sehen wir die Startaufstellung. Aber Jürgen Heil und Finn Vandenberg in der Startaufstellung. Gruber noch auf der Bank. Wir schauen mal, wie es zählt, schätze ich mal, sprich mir aus, wie der sich so macht. Und die Aufstellung von Vitesse Arnhem. Bergim Berisha. So, los geht's. Ankick. PSV Eindhoven, unsere neue Mannschaft. Los geht's. Man merkt gleich, dass das Spiel ganz was anderes ist als wie in Hartberg. Und wir sind quasi das Salzburg von Holland. Gut gemacht. Ganz andere Spielweise. Heil. Bergwin. Danke. Vandenberg. Ja, Trikotauswahl der Gäste war nicht optimal, aber Spieler im Fokus. Dieser Hartberg hat ordentlich Kohle gemacht mit den Verkäufen. Und aufgepasst. Und so zählt. Fangesänge sind natürlich einiges lauter. So, jetzt da. Danke. Und Vandenberg kommt zur Chance. Aber. Hier gelbe Karte, Baumgartel, Timo Baumgartel, bekommt die gelbe Karte ans Foul an. Berisha hat er gefoult, vorhin. Sehr, sehr laut hier, die Fans von Eindhoven. Ja, wir spielen auch dann Champions League Quali, sind nicht direkt qualifiziert, denn, wie wir wissen, Österreich hat ja den Fixstartplatz mittlerweile errungen. Somit muss Holland qualifizieren, auch als Meister, muss Quali spielen. So, Jürgen Heil, Bergwin, Apokal, Flanke und Finn Vandenberg schießt hier fast sein erstes Tor im Debüt, aber der Ball geht an die Latte. Man merkt ein ganz anderes Spielerlebnis hier als wie mit Hartberg und so. Zöt, ich spreche mal Zöt aus, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin da nicht so. Ah, Bruma, der ist mörderschnell. Wird für Stadler nicht leicht. Ah, immer wieder kommt man fast Tor, aber es ist nicht so einfach Tore schießen hier. Oh, komm. So,
Großer Angriff, PSV Eindhoven. Ah, da will er gerade ansetzen. So, Pereiro. Aufgepasst, kein Abseits. Schnelles Spiel hier, aufgepasst. Gut verteidigt. Aboukar verliert den Ball und boah, Zoe. Ja, Gruber wäre da schon ordentlich unter Druck geraten, möglicherweise. Ah, das ist nicht die österreichische Liga. Wobei es da auch nicht ganz einfach war. Aber hier schnelles Spiel von beiden Mannschaften. Aufgepasst. Gepasst. Boah. Aboukar. Pass auf. Bergwin, der auf Finn Vandenberg wieder gehalten. Ja, wird hier gehalten. Hey, wäre sonst eventuell gefährlicher vor das Tor gekommen. Macht sich ganz gut hier. Kennt uns ja schon, den Trainer, also mich. Der weiß, da ist er in guten Händen. Und in Vandenberg schießt sein erstes Tor. In seinem Debüt von PSV Eindhoven. 1:0 weitergeleitet von Bergwin und da steht er goldrichtig. Finn Vandenberg mit dem Treffer. 1:0 PSV Eindhoven. Tolles Ding. Ja, und das ist jetzt Gelbrot, Timo Baumgartl. Also, ja. Was will man da noch sagen? Und natürlich geht der Beistoß irgendwo ins Nirgendwo. Aber Hauptsache, man hat die gelb-rote Karte und jetzt da wird es schwierig für Eindhoven. Und boah, da steht es 1:1. Tja, so schnell kann es gehen. Da führst du noch 1:0. Ein Mann weniger. Und schon steht es 1:1. Akolo mit dem Treffer. Es ist etwas ruhig geworden im Stadion. So, Jürgen Heil, guter Pass. Jürgen Heil, ja, oh, da fehlt der Mann im Strafraum und so jetzt, wie man ihn ausspricht, noch dran, gut gehalten. Jetzt Ball auf Vandenberg, wird hier gefoult und das muss jetzt die rote Karte sein. Alles wieder ausgeglichen. Avaciem bekommt gleich direkt die rote Karte. Somit 10 gegen 10 und das noch vor Ende der ersten Hälfte. Und ich gehe mal davon aus. Die bessere Freistöße schießen kann, war nicht schlecht, aber daneben 1:1 der Spielstand und 10 gegen 10. Auf beiden Seiten rote Karten, bei PSV gelb-rot und bei Vitesse Arnheim direkt
die rote Karte. So, flottes Spiel. Ganz anders als in der österreichischen Liga. Und wer hat's gemacht? Der Hartberger. Finn Vandenberg, glaube ich, Holländer, wenn mich nicht alles täuscht. So, alles wieder offen. Gut verteidigt, Abokal. So, Bergwin jetzt da. Alles wird wieder laut. Bruma. Bruma, der zieht ab. Flanke. Noch einmal Flanke. Kommt nicht an. Aufgepasst. So, aufgepasst. Boah, gefährlich! Und da steht es 2:1 für Vitesse Arnhem. Fehler von Zöth. Und da steht es 2:1. Da spielt er ihn flach weg. Ah, und vor mit dem Treffer. 2:1, wir geraten in Rückstand. Ja, letzte Saison. Nur eine Niederlage, können wir das toppen? Und, oh, Freistoß für... Bruma und... Ja, war fast zu weit weg. Ja, ein Ronaldo oder Messi macht den easy rein, aber... Wir haben keinen Ronaldo und keinen Messi. Aber wir haben Vandenberg und Bruma und Kidaschili. Alles wieder laut, das sind glaube ich die Auswärtsfans. Wenn mich nicht alles täuscht, oder gar die Heimfans. Wow, der Pass hätte jetzt anbringen müssen. Guter Pass von Vandenberg. Und da steht es nicht. 2:2. Auf alle Fälle eine spannende, intensive Partie. Und da steht es 2:2. 2:2, der Ausgleich steht hier ganz alleine. Vor dem Tor kein Abseits. Der Ausgleich. Was für eine Partie. Roma macht den Treffer. Zwei zu zwei, alles wird ausgeglichen. Heimmannschaft wieder. Am Drücker. So. Aufgepasst. Aufgepasst. Zöth. Und da steht es. 3:2. Was für ein Spiel. Was geht hier ab? Erneut geht Vitesse Arnhem in Führung. Ausgespielt hier. Zöth. Keine Chance. Gegen Badzöer. Und Pereira zum Spiel. Für ihn kommt jetzt Ota Kitaishvili auch hergibt sein Debüt. Mal sehen, was er hier auf das Feld bringt. Kitaishvili. Auch so Thomas. Guter Pass, guter Pass. Oh. Das hätte locker was werden können.
gepasst. Aufgepasst. Gefährlicher Schuss. Und Ekpar hat es sogar noch gehalten anscheinend. Da ist Schüle. Roma. 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 Und 3:3 der Treffer. Roma mit dem Ausgleich erneut. Es geht Schlag auf Schlag. Schöner Treffer hier. So, und Raphael Stadler. Auch er kommt zu seinem ersten Einsatz. Auch gleich im ersten Spiel. Roma, Abokar, Ras und Raphael Stadler. Drei zu drei, wieder ausgeglichen. Oh, Bruma. Guter Laufweg. In Vandenberg. Ah, kommt er jetzt nicht mehr wirklich zum Zug. So, noch einmal. Und war im Abseits. So, Jürgen Heil. Pass auf. Bergwin. Danke. Danke. Die kommt einen Tick zu spät. Das hat der Keeper gesehen. Akolo raus. Für ihn kommt jetzt Kutesa. So, Kitaishvili. Was kann er hier zeigen in der holländischen Liga? Und direkt Freistoß. Und er geht ganz knapp am Tor vorbei. So, letzter Wechsel. Sind wir vier Wechsel bei Holland? Sieht so aus. Sainsbury für Thomas. So, Ekpar für Vitesse. Nein, Abstoß. Uma. Gut unterwegs. Guter Pass, kommt aber nicht an, war doch nicht so gut aufgepasst, noch mal gefährlich hier. So, Otta Kitaishvili. Da legt er sich den Ball zu weit vor. Vorsichtig, nicht in der letzten Sekunde. Abseits. Und Schiedsrichter wird dann wohl abpfeifen. Das war's. Ein tolles Spiel. Ein schnelles Spiel. Ein intensives Spiel. Am Ende 3:3. Natürlich mit dem Debüttreffer von Finn Vandenberg. Ja, das war das erste Spiel aus der Eredivisie.
mit unserer neuen Mannschaft Projekt PSV Eindhoven. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch dieses Projekt gefällt, dann lasst natürlich einen Daumen nach oben da, ein Abo nicht vergessen und wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zusehen, Bussi aus Bauchi, euer Lizinator.